Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Altes Live mit mir, dem Landesverband. Altes Live, Altes Live. Altes Live, Altes Live. Oh, General Store. Here is the General Store. I buy some Erste-Hilfe-Kit. I have a Erste-Hilfe-Kit. Genau, ich muss vielleicht in der letzten Folge klarstellen. Wow, was ist das für ein Freeze? Ich weiß nicht, was war das für ein Freeze? Kannst du natürlich jetzt noch nicht sehen wegen dem Feedback. Alter. Oh, du bist hingefallen. Jetzt kannst du wenigstens in Ruhe erzählen. Ja. Dass ich den Typen nur gejagt habe, weil er geschossen hat. Und ich fand das nicht gut und deswegen habe ich auf ihn geschossen mit seiner dicken Waffe, mit meiner kleinen Pistole. Und deswegen war jetzt keine Bandit-Aktion, es war einfach nur Gerechtigkeit. Mit deinen Kindern rein hier, mein Freund. Ich unterstütze dich. Okay. Zeit-Chat. Schnell machen. Oh, alte 4-4-Cheats. Jawohl, das mach mal. Los geht's. Oh, schnell. Schnell. Oh, ich hab's gemacht. Fuck, das Spiel hat sich beendet. Scheiße, bin ich dumm. Wie kommt das denn? wie war das mit der Gruppe? Wir müssen jetzt wieder hier eine auf Gruppe machen, ne? Ach, stimmt. Wir müssen neu, ja. Also hat der Relock doch seinen Preis. 10.000, glaube ich, kostet die Gruppe, oder? Ich hab kein Geld, du? Ja, ich hab 10.000. Dann mach. Kauf uns das. Erstellen. Gib ihn uns. Roh und zappelnd. So, Gruppe ist offen, errate den Namen. Irgendwas mit Anal? Oder mit Penis? Warte. Schubidubidubab. Deppenhaufen. Genau. Ja. Hinein mit dir, Kevin. Ich bin gleich da. Hinein mit dir in den Deppenhaufen. Schneller, bitte. Da gehörst du nämlich rein, Kevin. Lockst du das bitte wieder? Ist okay. Geschehen. Perfekt. Treffen wir uns am ATM? Atom. Ich weiß, wo der ist. Aber Atom. Gehen wir zum Atom. Also darf man am Geldautomat niemanden ausrauben? Danke fürs Gespräch. Wo ist er denn überhaupt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe gar nicht gehört, was er gesagt hat. Ja, von wegen, dass es verboten ist, am Geldautomaten irgendwie zu schießen oder auszurauben oder Scheiße zu bauen. Ja, wer macht die Regeln? Ich glaube nicht, dass es auf jedem Server gleich ist. Nee, Server individuell. Ich habe gerade 8000 gefunden. Kevin. Wo hast du 8000 gefunden? Da lagen da auf dem Boden. Ich hab's dann mitgenommen, bevor es geklaut wird. Ach ja. Kevin sichert das, ne? Bring's natürlich gleich zum Pfundbüro, ist klar. So wie das alle ehrbaren Bürger machen würden. Also mach mal das jetzt mit deiner Lizenz, ja? Einer von euch muss die kaufen und dann kann halt jeder dem anderen weitergeben. Ich will. Ihr braucht auf jeden Fall einen Rucksack, wo es dann reinschmeißen könnt. Ich hab. Ja, dann. Ja, wer hat die 500.000? Ich hab noch niemand. Da kommt out. Ah, da kommt der Kevin. Na, ich auf ihn! Falscher Kanal. Steigen Sie aus dem Wagen. Oder ich lade meine Waffe nach. Oh ja. So, wir haben alle Schlüssel. Oh, hast du schon wieder eine neue Karre oder was? Ja, ich habe noch genug davon. Ja, wie viel Geld hast du jetzt? Muss ich jetzt noch was abheben dann für Waffen? 566.000 habe ich noch von der Million, was wir hatten. Okay. Also wir haben schon 500.000 verheizt jetzt. Was konkret ist jetzt unser Vorhaben? Zum Rebellenlager und Rebellenwaffen kaufen und dann auf Rebellen machen, oder? Was okay. Der Bock drauf, oder? Rebellenwaffen. Ich bin ein Rebell. Wollte ich sagen. Hier backt irgendwas durch die Luft. War ich auch. Oh, Achtung. Nicht, dass es dich trifft. Wollen wir irgendwie... Oh, fuck. Polizei. Oh, scheiße. Oh, fuck. Leck, Polizei. Fuck. Ich steig mal schnell in das Auto ein. Ich fahr weg. Fuck. Kommt rein. Du Egoist. Kevin, lenk sie ab. Ich hau ab. Das ist Markus. Hallo, kenn ich sie? Wir sind doch alle auf der Markus-Liste, Kevin. Du auch. Moin, Markus. Kennst du den oder was? Oh, fuck. Hallo, Officer. Das klingt noch nicht so doll. Ich kenn den. Ihr könnt kommen, ich kenne den. Okay. Gut, danke, Officer, danke. Darf ich meine Waffe gezogen lassen? Nein, muss deine Waffe einpacken. Oder zweimal Steuerung. Sind Sie denn mit allein unterwegs, oder? Nein, ich habe hier noch zwei so Anhänger, aber die sind ganz friedlich. Ich komme mal vorbei. Hallo, ja, Officer. Hallo. Hallo. Zweimal Steuerung, los. Kadett. Ja, mache ich doch. Habe ich. Ich bin friedlich, Officer. Leben, Kars. Da kommt Kante wieder. Ist die Karre geklaut?
Nee, das ist meine, das ist offiziell. Was sind da ein Heli oder wie? Ja, ich höre einen, aber ich sehe nichts. Kann nicht sprechen. Was macht ihr denn Schönes? Ach, wir chillen hier ein bisschen mit dem Hansepeter. Und was gibt's so an der Polizeifront? Schön. Ach, nicht viel. Vorhin haben wir gerade ein bisschen die Bank ein bisschen beschützt, aber sonst. Wart ihr heute schon mal in Kavala? Da hat ja einer hier mit Bomben um sich geworfen. Ja, da war ich noch nicht online. Ich bin vorhin erst online. Ach so. Das ist ein Polizeiheli. Ich glaube, wir hauen ab, oder? Wir haben nichts gemacht, Heli. Das wird hier ein bisschen viel. Ja. Tschüss, Officer. Auf Wiedersehen. Servus, fährt euch. Fährt's ein miteinand. Ja, cool. Weg hier. Du bist dabei, ja. Oh Mann. Jetzt aber auch aus dem Posten. Ja, du fährst genau richtig. Ja. Geradeaus, geradeaus. Und der Heli haut eh ab. Wusste ich natürlich. Immer geradeaus. Grandelbart ist der Beste mit seiner hohen Stimme. Grandelbarts hohe Stimme. Nee, ich glaube, die halten dich immer für so jung, weil du immer so derart ragest einfach. Raged, oh, ja, das kann so auch sein. Ja, rage. Oh mein Gott. What the fuck? Raus, raus, raus. Weglaufen, weglaufen, weglaufen. Nicht weglaufen. Wow! Mein Gott! Oh, ich hab's doch gesagt, weglaufen. Nicht rangehen, nicht rangehen, nicht rangehen. Ach du Scheiße! Ja, Leute, das passt, das erinnert mich an mich. Ich war nie wieder Auto in Arma 3. Kante baut schönes Feuer, da kommt der Officer. Oh. Officer, Mann. Der hat meine Karre gekriegt. Ich renn mal weg, ne? Ne, bleib hier, du hast nichts gemacht, du hast nichts gemacht. Ich renn trotzdem. Wow, da fliegt er, oh mein Gott! Ach du Scheiße, wenn der mich erwischt. Okay, jetzt steht er. Ich beobachte das mal aus der Ferne. Ich stehe ja schließlich aus der Fahrt auf der Fahrt. Ja, leichte Startschwierigkeiten außerhalb der Stadt. Technische Probleme. Wir haben alle einen Führerschein. Irgendwie ist das Lenkrad abgerissen während der Fahrt. Scheiße, Gottdammit. Ja, der ist im Busch, der musste kacken, weil der so Stress, der hat so einen Reizdarm und wenn was passiert, dann muss er mal ganz schnell kacken. Sag doch nicht, dass ich hier bin, ihr Vögel. Er hat doch gerade nach dem dritten Mann gefragt. Weil wir zu dritt waren. Wollen wir vielleicht fragen, ob der Officer uns in die Stadt fährt? Ja, mach okay. Doch mal. Kartel, kommst du? Ja, okay. Ja. Muss man euch irgendwie aushelfen, oder? Ja, so eine kleine Mitfahrgelegenheit wäre jetzt doch irgendwie angebracht, weil ich glaube, die springt nicht mehr an, die Karre irgendwie. Ich glaube, die hat einen Kratzer zu viel gehabt. Wo wollt ihr denn hin? Wie er sich erschrocken hat vor dir. Keine Ahnung, wo wollen wir hin? Eigentlich zum Rebellen aus Boston. Ich weiß nicht. Zum Pokémon-Fan-Club-Zentrallager? Ja, das sage ich jetzt nicht. Das macht einer von euch. Ja, das ist... nach Kavala. Was wollen wir denn Kavala? Wir wollen zum Rebellen Außenposten. Ja, dann fragen wir mal. Das ist rot und da steht Rebellen Außenposten. Ich weiß nicht, ob das hier auf dem Weg liegt, aber. Wo ist denn der auf der Map? Genau, nördlich von uns. Ah, da. Gar nicht so weit, sind nur 2 Kilometer oder so. Oder sollen sie in die Stadt zurückfahren? Alter. Zur Garage, vielleicht zur Garage. Gefällt mir überhaupt nicht, Mann. Ich hüpf da jetzt mal einfach rein, ne? Bin ich jetzt der Fahrer oder was? Nee. Immer Richtung Norden, sagt immer Richtung Norden. Ich rede lieber nicht im einfach in Richtung Chat. Norden. Sonst liest er meinen Namen. Auf der Straße hier. Boah, unser Auto, guck mal, wie das. Ah, ist verbrannt. Mein gutes Auto. Also, wir haben jetzt kein bestimmtes Ziel. Wir wollen einfach nur ungefähr 1,9 Kilometer nach Norden. Vollkommen grundlos. Also, Kevin, tut mir leid, ne? Ich verstehe den Kerl nicht, wenn der spricht. Ich verstehe ihn. Er hat nur ein bisschen am Kratzen. Nee, ich höre gar nichts. Ach so, das ist komisch. Hast du VON aus? Ja. Dann ist es deshalb. Jetzt habe ich es angepasst. Okay, perfekt. Gerade hat er aber nichts gesagt, glaube ich. Er hat nur gelacht bei mir. Ich habe noch 72 Also Ladies, jetzt haben wir nur noch 1,1 Kilometer bis zu unserem unbestimmten Ziel, wo auch nichts ist. Wie wir das alle überlebt haben gerade. Ja, ich habe noch geschrien, aussteigen. Ich muss immer das Blaulicht anmachen, damit... Damit ich schneller fahren darf. Oh ja. Ui, Blaulicht! Yeah, fühl mich gerade wie das Kind, das am Tag der offenen Tür im Polizeiauto sitzt und der die Sirene anmacht. Drei Verbrecher werden eskortiert in einem Polizeiauto. Das darfst du niemandem erzählen.
Und nee, das darfst, schnell dahin, das darfst du niemandem erzählen. Ist ja auch nicht so, dass wir das hochladen oder so. Nein. Jetzt sind es nur noch 460 Meter bis zum nicht definierten Ziel. Mauer. Officer, alles ist gut. Keine Angst. Mehr Angst als Vaterlandsliebe. kommst du aus der Oberpfalz? Bayern. Ingolstädter Gegend. Ah, okay, bin ein Nürnberger. So, und vielen Dank fürs Mitnehmen. Aus Nürnberg. Also, wir wollen hier nichts machen. Nürnberg. Alles klar. Danke. Also, wir schauen uns jetzt hier mal um, weil hier gibt's hier nichts und wir laufen jetzt hier einfach wegen spazieren. Dankeschön. Wie ist das? Sag mal, Leute, wie ist das eigentlich, wenn wir jetzt einen Rebellen sehen? Dürfen wir den abschießen? Schießt der uns ab? Ich weiß es nicht. Wir hatten auf jeden Fall ein gutes Taxi. Ah, Schlange! Bei mir nicht. Du hast Fantasien. Fantasien. So, hat jetzt jemand Geld dabei, der Kevin, ja? Der hat das ist der Boss. 30.000 kostet das nochmal. So, ich hole jetzt 500.000. Jawohl. Ich habe da nichts mehr. Oh, hat der angehalten? Warum holst du überhaupt 500.000? Das kostet hier. Er redet mit uns. Was? Jeder, der ein MS davor stehen hat, hat Polizeirechte. Oh, dann muss ich mich dann schnell umloggen, Officer. Aha, Hans-Peter, was machen Sie da? Spielen Sie heimlich Polizist? Aber keine Scheiße bauen, ne? Nee. Ja. Das finde ich nicht gerecht, dass der hier jetzt Polizisten sich nennen darf. Tschüss. Da muss man doch was unternehmen. Officer. Hallo. Ich fühle mich nicht ernst genommen. Also ich finde, eine Runde festnehmen wäre schon in Ordnung, Alter, für die Spielung eines Polizisten. Du kaufst schnell das Rebellentraining, bitte. Festnehmen oder... Oder Spielchen? Was für Spielchen? Mit Creme oder ohne? Ich hab's erwischt. Ja, das ist doch wohl das Mindeste. Also, Rebellentraining. Okay. Habe ich gemacht. Ja, schnell. Soll ich das Geld erstmal auf die Bank einzahlen, bis wir hier wieder safe sind? 30.000. Hallo? Nee, doch nicht. Officer, ich habe nichts getan. Also, er gibt sich hier als Polizist aus. Dankeschön. Vielen Dank, Officer. Das hat mir genug Tun gebracht. Boah, jetzt bin ich wieder glücklich. Leer. Okay, jetzt fühlen wir uns. Jetzt fühlen wir uns ernst genommen. Wir fühlen uns wieder sicher. Officer, ich habe mir vorhin den kleinen Zeh geprellt. Ich habe nur noch 81 Gesundheit. Meinen Sie, da kann man irgendwas machen vielleicht? So ein bisschen? Weil der Zeh, der tut doch schon ganz schön weh. 100! Aber du hast wieder 100, ja, das geht. Officer? Officer, ich habe mir gerade aus Versehen einen Arsch herausgerissen. Ich kann nicht sprechen. Das zieht jetzt ziemlich. Könnte man da vielleicht irgendwas machen? Vielen Dank, lieber Officer. Jetzt geht's mir wieder gut. Diese Insulinspritze wirkt Wunder. Der Taser ist alle. Also wie gesagt, das Arschhaar, das ist jetzt irgendwo rausgezogen. Ich weiß nicht genau, wo es ist, aber die Stelle schmerzt extrem. Da vielleicht das irgendwie was... ist ja schon wieder verletzt. Hier gibt's eine Waffe, die heißt Rambo. Ich bin nicht verletzt. Bei mir. Ich hab 100. Also ich hab 86. Ich hab aber alles, danke. Ich hab 86. Alles klar. Ich glaube, der hier steht auch auf der Fahndungsliste, der hier direkt vor mir. Ich weiß es nicht genau. Könnte ein Schwerverbrecher sein, ja, habe ich auch gehört. Dass er Leute erschossen hat und Autos geklaut. Eigentlich stehst nur du auf der Fahndungsliste. Ich? Warum ich? Was habe ich gemacht? Festnehmen. 1000. Das halte ich für ein Gerücht, ich habe nichts gemacht. Du hast jemanden zusammengefahren, kann das sein? Nein. Ich habe jemanden erschossen, aber nur weil er in Kalinka irgendwie 1000 Leute abgeknallt hat. Kalinka. Was weiß ich, wie der Scheiß heißt. Okay. Ich habe aber auch eine Nachricht an die Polizei geschrieben, dass ich das getan habe. Also ich habe. Vielleicht lügt er aber, Officer. Ich lass dich rausstreichen. Juhu, dankeschön. Und jetzt hier der Klabautermann, der hat auch noch ziemlich viel Dreck am Stecken. Das ich stehe nicht auf der Verhandlungsliste? Ich glaube, weil du tot warst. Das ist nichts auf der Verhandlungsliste. Ja, ich habe auch nie was gemacht. Ungerecht. Warum auch? Ich bin ein gesetzestreuer Bürger. Der hat einen Kaugummiautomaten leergeräumt. Okay.
Tudu, was gibt's da alles? Gibt's da geile Sachen? Okay, also geil, es gibt Rook. Viel Spaß noch. Danke. Danke schön, vielen Dank, Vision. Vielen Dank, Officer. Also es gibt die Rook, es gibt die ACP, eine Zuber. Super. Schau mal, da gibt's einen Gili für 5000, der ist echt Hammer. Eine Vermint. Hatte ja schon mal ganz am S-Star, Anfang. S-Star, eine MK20C. Deswegen wurden wir ja verknackt am Anfang. TGR 21. Ihr wart schon fast, ja. Darf ich auch mal zu Ende sprechen? Niemand will deine Buchstaben und Zahlen hören. Ja, ihr wollt doch die Waffen wissen. Kauf irgendwelche geilen Waffen und fertig. Ja, die Rambo könnte ich euch kaufen. Die kosten nur 500.000. Ja, dann bitte. Nur 500.000. Ja, danke fürs Zuhören. Was ist denn? Die MK18 ist doch geil, oder? Ja, das war die ich vorhin hatte, genau. Kevin, ich rede mit dir. Ich kenne die leider nicht auswendig, nur über die Bilder. Ich habe nicht so viel. Junge, das war die, wo der Typ die ganze Zeit die am Marktplatz weggeholt hat. Ja, aber die kostet 100.000. Ja, Alter. Ohne Munition. Kein Wunder, dass der so sauer war. Die Max kosten 500, das geht. Wie viel hast du noch auf der Bank, Ramsel? Vielleicht kannst du noch was holen. Also ich habe noch genug Geld. Ich habe auf der Bank... Ja, aber will ich jetzt 100.000 dafür ausgeben? Das ist alles, was ich auf dem Konto habe. Ich würde sagen, ja, wir müssen auf jeden Fall mal die Bank ausrauben dann demnächst so. Ja, dann kaufen wir jetzt die Waffe, oder? Leute? Also ich brauche was Günstiges. Ich habe nur 60.000. Ich will auch was Günstiges. Ah, hier, Schmarotzer. Eine S-Star kostet 35.000. Also ist ja, ein Sturmgewehr. Ja, reicht. Kevin, so eine für dich? Gerne, gerne. Einmal kaufst du und dann schmeißt du auf den Boden. Ich weiß nicht, ob die in den Rucksack passt. Okay. Was mit meiner Pistole? Verschwindet die? Nee, ne? Nee, die hast du immer noch. Da sind immer zwei Waffen. Dann, dann holen wir mal 50.000. Hier oben kann man auch Rebellenfahrzeuge kaufen. Ich glaube, die sind gar nicht so teuer. Weapon. Genau. Kevin, komm her. Ich kann ja nicht anreden. Darf man sich damit einfach ganz normal bewegen? Ja, muss sie nur angelegt haben, wenn die Polizisten kommen, beziehungsweise Kevin. In Kavala. Wo bist du denn? Nee, ja, ich meine mit beim den Rebellenfahrzeugen. Ja, das schon. Kannst du die jetzt dich dann halt dadurch schneller. Die jetzt weglegen, ja? Mhm. So, einmal die Waffe weglegen und ein Magazin irgendwie nur. Warte, hier kommt noch ein Magazin. Die Zentralbank. Ah, ich habe noch zwei Magazine. Mal wieder. Kevin, bist du bereit? Ja. So. Jetzt kaufe ich danke mir dir, danke auch nochmal. Bitteschön. Oh, das ist cool. Du kannst. Ach, das Visier, sag mal, das leuchtet nachts. Das ist richtig, richtig gut. Ah, wieder nicht genug Geld. 50, dann kaufen wir mal, holen wir mal 30.000. Kannst du auch Munition da kaufen dafür? Ja. Hopsa. Ja, ich habe 3 Max, das reicht mir auf jeden Fall. S-Star, auch ein paar Max kaufen. Und ein Visier habe ich gesehen. ACO, ja. MRCO, was Godlike? Alter, da gibt es ein Visier, das heißt Godlike Sights, das kostet 1 Million. Ich glaube, das ist das Nightstalker, damit kannst du Wärmebild, Nightvision und ranzoomen. Taugt das ACO? Ja, das ist nicht schlecht, aber wenn du das in den Rucksack packst, wenn das auf der Waffe ist, ist es noch ein bisschen buggy, dann ist es weg. So, dann kaufen wir jetzt irgendwie eine Scheiße schnell. Rucksack packen. Sonst läuft das hier wie Daisy Epoch, wo wir 100 Jahre am scheiß Marktplatz rumstehen und handeln. Ja, dann kauf jetzt noch so ein Visier drauf und fertig. Visier, ACO oder MRCO? Oder Alter, was ist das für eine Scheiße? ARCO? RCO, ACO oder ACOMP? Irgendeins, Mann, ist scheißegal. ACO, so. Habe ich es jetzt drauf? Nein, natürlich nicht. Wo ist es hin? Darfst nicht kaufen, wenn es nicht drauf passt auf die Waffe, backt es direkt weg. Mama, fick dich! Okay, dann halt nicht. Wo gehen wir hin, Leute? Kaufst du mir auch eine Waffe? Warum? Ich dachte, du kaufst dir selber eine. Ich habe keine Rebellenlizenz. Ah, keine Lizenz. Ach so, dann brauche ich aber dann. Also du kaufst mir eine. Dann brauche ich. Gib mir Geld. Junge, du hast immer noch nichts geteilt, von wegen. Okay, doch, Drogen. Kevin hat seinen Anteil gekriegt hier in Form von einer Waffe. Nicht. Dann gib mir eine Waffe. Oh, scheiße, 19 Minuten Folge. Ja, vielen super. Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wishing. Yeah.